Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast Infinity. So, heute wollen wir noch weiter unsere kleinen Maschinchen hier automatisieren. So. Das heißt, wir haben noch einen Alloy-Smelter. Alloy-Smelter, nö. Bauen wir uns einen. Alloy-Smelter. So, was haben wir davon? Nichts. Wow, Surprise. Hot Topic. Man merkt, dass ich geupdatet habe. So, was haben wir davon? Da fehlt der Capacitor. Fehlen die Gold Nuggets. Ah, wunderbare Rezepte. So, ein paar Gold Nuggets. Basic Capacitor. Tata. Cauldron. Und finally das. So, dann sollten wir uns ein paar Interfaces mitnehmen. So. Das brauchen wir. Induction. 5 Cinnabar. Noch Ferris, ja. Genau, aus dem kriegen wir jetzt Shiny raus zu 100%. Genau. So, das ist, die bauen uns auch noch schnell ein Machine Casing. Start. Brauchen wir einen Induction Smelter. Fehlt die Coil. Fehlt der Bucket. Das sind Invagiers. Hahaha. So. Hier können die Machine Frames vorher weiter einspeichern. Bin ja bis Hardened bin ich gekommen. Used. Dann wollen wir mit Fused Quartz. Perfekt. Use. Da fehlt eine Signellum Gear. Yes, wir haben noch Signellum. Nein. Sieg. Natürlich nicht. Wir sollten es doch vor einen Induction Smelter bauen und den dann upgraden. Weil dann kann ich da unten dem System mal ein paar Rezepte beibringen. Was mache ich denn hier rechts? Perhaps. Wie mache ich das mit Power? Obwohl, ich könnte da die Power von hinten. Okay, ich glaube, so mache ich's. Dann setze ich den Tesseract doch nach links. Vorerst. Alles nur so halb fertig hier. Dann brauche ich ein paar Kabel. Kabel. Conduit. Genau, die Dinger. Wow. Keine Bugs, Lags, wie auch immer. So. Ich hoffe, man hört nicht zu stark, dass ich verschnupft bin. So. Stelle ich das aber noch eines weiter nach. Das Ding einfach rüber versetzen. So, aber dann kann ich mir hier. Boah, ich brauche mehr AI-Kabel. Kabel. So. Kann ich nicht von da was abzweigen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Doch, funktioniert. Ich kann ja die flach machen. Interface. So. Wie mache ich denn das? Von oben Input, nach links dann Output oder so. Wohl, dann brauche ich mehr Channel. So gleich die einfachere Methode. Leer kann er Push-Pull, bei dem ist es egal. Genau. Genau, der kann Push-Pull. Der braucht nur ein Interface. Der braucht zwei. Das da, das da. Das Ding hat noch Power. Perfekt. Gut. Das heißt, die können mal solche Rezepte Processing Patterns anlegen. Das wäre mal Gold. Ein Gold. Was ist das daneben? Und ein Silver. Elektrum. Ich glaube, da kommt so raus. Gut schauen. Induction Smelter, wo ist er denn? Da.
Ja, zwei kommen raus. Code. Dann wollen wir noch Ferrous und Iron. Ist Invar. Genau, er gibt drei Invar. Glaube ich, hoffe ich. Ja, drei Invar. Dann, was fehlt uns denn noch alles? Wo ist das denn? Resonant? Das wäre ein Resonant. I don't even know. Vielleicht soll ich dann den unten hinpacken. Was? Dann klaue ich mir den gleich. Genau, dann haben wir die Sachen. Und dann brauche ich sowas wie Quartz. Also Quartz Glass. 4 ist 1, oder wie war das Rezept? Genau, 4 ist 1. Das gehört dann in den Alloy Smelter. Genauso wie ich Enderium auch mit dem Alloy Smelter einspeichere, weil das andere Rezept einfach mega nervig ist. Genau, brauche ich mal Enderium Base. Das ist Shiny Silver Tin. So, Tin. Ein Silver. Ein Shiny. Ich meine, Shiny, das liegt noch da, oder? Ja. Falsches Terminal. Ein Shiny ergibt Enderium Base, habe ich nicht. Dann brauche ich das Zeug. Ein Silver. So, Tin. Ein Shiny Metal. Oder jetzt heißt das Shiny Ingot, genau. Oh, falsch. So. Das braucht jetzt gar nicht mal so arg lange. Okay. Dann könnte ich mir noch den Capacitor da klauen. Genau, er gibt 4. Ein Code. Das Elektrum kann weg. Das. Und dann in der Rum ist eins von dem. Genau, brauche ich noch das Zeug. Das Blazing Pyro Film. Sulfur. Das ist ein Thermal Foundation. Da in die Ecke gehört dann Coal Dust. So. Ups. Coal Dust gibt uns 2 Blazing Pyrophium. Das gehört dann natürlich in die Crafting Chamber. Dann geht's. Oh. Egal. So, dann geht's weiter im Text. Denn mit 1, 2, 2. Oh. Ender. 2. War. 1. War falsches Terminal. 2. Blazing. Blazing Pyrophium, genau, das war das Flüssige. Weiß schon wieder. Enderium Base. Habe ich noch nicht. Doch, habe ich im Inventar. Haha. So. Enderium Base. Pyrophium. Und Ender Pearl. So. Packe ich da doch nochmal den Capacitor rein. Damit das jetzt etwas schneller geht. Derweil kann ich mal die Patterns runtertragen. So, das ist das und das gehört da rein. Die gehören da rein. Ich tausche den mal kurz aus gegen den oben. Weil der oben hat noch Upgrade-Slots frei. Dann nehme ich mal einen besseren gebaut. Genau, der ist Resonant. Das finde ich gut. Genau, der hat auch volle Overclocker drin. Da habe ich Input. Oh, das war der Furnace. Das war falsch. Ich will natürlich den da. Genau, der hat keine Overclocker. So. Perfekt. Nice. Dann kann das da weg. Das und das. Perfekt. Dann sollte der auch bald fertig sein. Genau, gibt uns 2 Enderium. Ein Code. Dann haben wir nämlich die nervigen Sachen auch schon mal ein bisschen automatisiert. So, dann kommt ihr da rein. So, was läuft denn da noch durch? Genau, Kohle.
Dann brauchen wir noch einen Pulverizer. Den nehme ich dann gleich. Ich suche schon nicht den da. So, dann stehe ich den gleich daneben. Denn dann kann der gleich dasselbe Interface nutzen. Zum Outputten. So, dann kann das dahin. Dann brauchen wir ein Pattern. Eine Kohle ergibt ein Coal Dust. Ein Code. Ich glaube, den Rest werde ich dann irgendwann mal offscreen alles einspeichern. Ich wollte nur zeigen, wie das so abläuft. Aber wir haben eh noch ein bisschen Zeit und die Folge wollte ich noch dazu nutzen. Genau, Machine Frame. Oh, falsches Terminal. Oh, Signalum wollte ich noch einspeichern. Das funktioniert auch über den Alloy Smelter relativ gut. Ein Silber, 3 Copper, 10 Redstone. 3, 1 und 10. Dann brauche ich nicht mit den nervigen. Normalerweise muss man das ja mit Eimern oder so machen. Genau, den Dust. Und so kann ich es direkt gleich machen. X ist das, das und das. Ich mache das auch oben. Dann sehe ich auch genau, wie viel rauskommt. In der Zwischenzeit kann ich nicht wirklich viel machen. Na komm. Wow, das dauert ja forever. Wie schaut es mit unseren Drives aus? Relativ gut. Übrigens, ich habe noch ein bisschen Enchantings da drauf gepackt. Zum Beispiel Night Vision auf den Helm, sonst wäre es relativ finster hier drin. Werdet ihr gleich sehen. So. So, flip. Wäre relativ finster. So ist es hell. Die Dinger sind so nervig. So, na komm. Oh, 50% erst. Ich habe gesehen, man kann seit dem Update das Draconium Ingots. Ist da. Auch direkt schmelzen. Genau. 1:1 und so brauchte man mehr. Das kann man jetzt auch. Nice to know und so. Habe ich zufällig gesehen. Wie ich mir das ein bisschen angeschaut habe. So, na komm, mach schneller. Komm. Wohl, dann kann ich die Dinger der halt auch noch wegpacken. Genauso wie das Laboratory-Blockzeug. So, gibt uns 4 Signale um. So, ein Code. So. Was will ich sonst noch einspeichern? Signalum haben wir jetzt genug, um hier das Pattern anzulegen. Mal für das Gear. Machen wir uns gleich auch eins. Und das. Dann passt das auch. Use. Genau. Silber und den Enderium Gear. Das sollen wir natürlich auch einspeichern. Ah, wir haben nicht genug Enderium. Machen wir mal 10. Es kann etwas dauern. So. Dann passt das nämlich auch gleich. Und wir brauchen noch Blank Pattern, die ich jetzt wahrscheinlich nicht bestellen kann, weil mein Crafting CPU gerade voll ist, weil wir nur einen haben. Genau. Das aber mal canceln derweil. Der macht das jetzt eh automatisch. So. Enderium Gear. Hardened. Oh, den haben wir noch gar nicht gecraftet, genau. Genau, und ich wollte Blank Patterns bestellen. 10 Stück. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was ich auch gerade noch gesehen habe für ein Rezept, das wir unbedingt automatisieren müssen. Ich habe schon nicht mehr genug Interfaces, doch, ich habe noch welche einstecken. Das kann man an alle Seiten quasi dran klatschen. So, Quartz Dust brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Hardened.
Ist das Ding reinforced? Craft. Du, danke schön. So, und dann brauchen wir. Das haben wir nun fertig, die Linie. Dann wollte ich noch Processing Pattern. Quartz, ein Quartz, ergibt ein Quartz Dust. Im Pulverizer natürlich dann. So, das ist ein Rezept für da. Was war das? Das war noch ein Sohn-Rezept. Perfekt. Und dann brauchen wir noch die Augments. Die wollen wir für unser Ore Processing haben. Wie viele Wool haben wir hier drin? Oh. Nicht allzu viel, aber daheim glaube ich habe ich noch was. Genau. Oh, so eins. Bronze wollen wir natürlich auch gleich einspeichern. Hier 2 braucht Rock Wool. Es ist eher weniger gut. Rock Wool. Ich glaube, die graue war die standardmäßige. Genau, Slag schmelzen. Wo kriegen wir Slag her? Slag, 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 Slag. So, Cobblestone ein Sand. Gibt ein Slag. So, Cobble. Oh, falsches Betten. So, Cobble. Ein Sand. Gibt uns ein Slag. Oh, da. Perfekt. Slag. Gib uns ein Slag. Was ist da noch genau? Das eine Slag in der Furnace, glaube ich, war das. Genau. Das heißt, ich brauche noch doch noch eine Redstone Furnace. Vorzugsweise eine mit Upgrades drinnen. So, dann kann ich mich da das Conduit gleich hin. So, Input von oben, das stimmt schon mal. So, sind nämlich da auch voll mit den Channels. Wenn das da auch noch drauf ist. So, dann kann das nochmal auf den Induction Smelter. Perfekt, dann haben wir noch eine Furnace. Und dann sollten wir hier. 2 Channel. Warte, ist da kaputt? Okay. Ist online. 1, 2, 3. Okay. Okay, okay. Passt. Wie viel haben wir jetzt da drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 2 Sachen können wir noch drauf machen. So, das ist die Bounce. Das ist ein Pattern. Ein Rich Slag ergibt in der Furnace. Das kann ich hier oben auch gleich machen. Das ist Furnace Mode. Dann passt das. Ich sehe, die Folge schießt schon wieder uns unendliche. Gibt ein Light Gray. Falsch. Rock Wool. Und so mache ich das jetzt ein bisschen weiter mit ein paar anderen Sachen noch, die wichtig sind. Für den Anfang. So. Dann haben wir hier das da rein. Hier Rock Wool. Das kann da noch rein. Genau. Und dann noch fertig einspeichern. Augment. Second Tier. Ein Code. So, aber an der Stelle würde ich auch sagen, war's das von der Folge. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Ciao.